Wir würden gerne zum Abschluss des Interviews noch mal ein bisschen weg von dem hochpolitischen, etwas persönlichere Fragen mit Ihnen besprechen. Und wir haben hier so eine kleine Fragenlotterie vorbereitet. Das sind 20 Fragen, die würden wir tatsächlich allen unseren Interviewpartnern in den Sommerinterviews präsentieren. Und Sie dürfen aber quasi, Sie haben die Macht darüber, welche Fragen wir vorlesen. Und Corona-konform in dem Abstand würde ich tatsächlich für Sie ziehen. Das heißt, ich würde gleich mal da durchwurschteln und Sie sagen Stopp und dann nehme ich die entsprechende Frage raus. Alles klar. Also mal. Dann Stopp. Ist die in Ordnung? Gut. Welchen Spitznamen haben Familie und Freunde für Sie? Meine Nichte und mein Neffe nennen mich Tante Janni. Oder Janni, ja. Dann noch eine. Ich warte noch auf das Stopp. Ja, Stopp. Entschuldigung. Ja. Wir wollen ja hier nicht schummeln. Was war Ihr schönstes erstes Mal? Weiß ich nicht, da gibt es jede Menge. Also das ist echt schwierig zu beantworten. Das schönste erste Mal. Also es gibt ja so viele Dinge, die man zum ersten Mal macht und zum ersten Mal erlebt. Also das, passend hierzu vielleicht der erste Schultag. Ich habe nicht mehr ganz genaue Erinnerungen, so ganz grob kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Aber weiß ich nicht, ob das das. Es gab so viele Sachen. Ja, auch das erste Mal, was weiß ich, auf einem hohen Berg stehen oder das erste Mal, was weiß ich, alleine Auto fahren dürfen oder das erste Mal alleine in Urlaub zu fahren. Wie war denn Ihre erste Landtagsrede? Ja, die war, würde ich. Ja, es war zum Thema Studiengebühren. Auch das war prägend, ja, also auf jeden Fall eine prägende Erfahrung. Aber ob es jetzt das schönste erste Mal war, das würde ich jetzt doch nicht sagen. Ja. Aber ich habe noch daran habe ich noch gute Erinnerungen. Das war ja eben zu der Zeit der Studierendenbewegung und die Abschaffung der Studiengebühren. Ja. Stopp. Ups. Zeigefinger. Wann sind Sie zuletzt ein Risiko eingegangen? Und welches war das? Naja, Risiko, ja, ich denke, dass jetzt, weiß ich nicht, ob es ein Risiko ist, aber die Entscheidung jetzt für den Bundestag zu kandidieren und einfach womöglich den Landtag zu verlassen, ich weiß nicht, ob es Risiko nennen würde, aber es ist zumindest ein großer Schritt, der mir auch sehr schwer gefallen ist. Der Wind weht ja etwas stärker in Berlin. Haben Sie es schon mal bereut, dass Sie es gemacht haben? Ich habe es noch nicht bereut, dass ich es gemacht habe, aber mir fällt der Abschied, wenn er dann kommt, sehr schwer. Also das auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Wissler, für dieses Interview. Ich danke Ihnen.